Guten Abend. Auch im Haushalt muss man nicht unbedingt mit Kanonen auf Spatzen schießen und immer gerade zum schärfsten Mittel greifen, wenn es sauber werden soll. Coop bietet Ihnen nämlich eine Alternative in Form von einer Reihe von neuen oder bewährten Mitteln, die Ihre Aufgaben glänzend, aber sanft bewältigen. Angefangen beim Putzessig, der sich auch zum schonenden Entkalken eignet, über einen Putzsprit, der alle abwäschbaren Flächen streamenfrei auf Hochglanz bringt, bis zum Neutralreiniger auf pflanzlicher Basis, der sehr hautverträglich ist und sogar zum Autowaschen gebraucht werden kann. Immer wenn Sie das Symbol hier hinter mir auf einer Coop-Packung sehen, dann können Sie sicher sein, dass das Produkt mit der Umwelt auf gutem Fuß steht. Eines von diesen Produkten, das es bei Coop jetzt übrigens immer mehr davon gibt, ist die neue Cha-Cha-Cha-Katzenstreu. Die Öko-Katzenstreu wird nämlich hauptsächlich aus recycelten und hygienisch einwandfrei aufbereiteten Rohstoff hergestellt und trägt so zu einer sinnvollen Abfallverwertung bei. Nach dem Gebrauch kann das Material kompostiert werden, also auf keinen Fall in Abfall oder ins WC damit. Umweltgerechte Produkte finden auch Gartenfreunde bei Coop. Baumrinden von Fichten und Tannen, die bei der Holzverarbeitung sozusagen als Abfall entstehen, wird in einem natürlichen Verrottungsprozess zu einem bakteriell hoch angereicherten Kompost oder zu einem langlebigen Abdeckmittel verarbeitet. Bei Gemüse, Blumen, Beeren oder Sträuchern 1 bis 2 cm Coop Rindenkompost gleichmäßig verteilen und leicht einarbeiten. So entsteht ein wasser- und luftdurchlässiger Boden mit idealen Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum. Das Coop-Abdeckmaterial unterdrückt das Wachstum von Unkraut, sorgt für eine gleichmäßige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit besser im Boden zurück. Und Beet und Weg sehen erst noch gepflegter aus. Die beiden Bodenverbesserer von Coop, gut für den Garten und einen vollwertigen Ersatz, zum Beispiel für die nicht unerschöpflichen Torfreserven. Fast unerschöpflich aber ist die Auswahl an bewährten Markenartikeln in Ihrem Coop-Laden. Und wenn Sie wieder mitgemacht haben in einem grossen Markenspiel in der Coop-Zeitung, sind Sie natürlich gespannt, wer hinten zu oben gewinnt. Das Gerät können Sie zwischenzeitlich wahrscheinlich auch schon, unser Markomat. Und da bringen wir jetzt wieder Schwung rein. Voilà, schon läuft er. 6 Markenartikel drehen sich hier. Auf die haben Sie Ihre Stimme können abgeben, können darauf tippen. Und jetzt werden wir schauen, wo hinten zu oben stehen bleibt. Nämlich auf, was haben wir da? Biro. Biro ist die richtige Lösung. Und alle, die auf Biro tippen, haben jetzt die Chance, den ersten Preis zu gewinnen. Im Wert von 1'000 Franken. Danke, Benno. Die Gewinner, die möglichen Gewinner, sind alle hier in dem Chor binnen. Die ziehen aber nicht selber, sondern für das habe ich eine charmante Assistentin, Kenny. Ich hoffe, sie hat ein Glückshändchen und zieht jetzt jemanden, der das brauchen kann. Brauchen es wahrscheinlich alle. Der erste Preis im Wert von 1'000 Franken gewonnen hat Renate Streit, Ihre Adresse Eiboden 6 in 3145 Niederscherli. Das ist im Kanton Bern, wenn es mir recht ist, das aber ohne Gewehr. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Es gibt noch eine ganze Reihe von Trostpreisen. Und wenn Sie nicht so oben kein Glück haben, dann gibt es noch eins. Coop-Zeitung und Zeitschriften gut anschauen und natürlich weiterspielen. Guten Abend miteinander. Neben dem Fleisch können auch pflanzliche Lebensmittel den Eiweißbedarf decken. Hülsenfrüchte zum Beispiel sind eigentliche Eiweißspender. Und dass man damit auch etwas Gutes kochen kann, beweise ich Ihnen mit dem heutigen griechischen Erbsentopf. Eine mittlere Zwiebel und 2 Knoblauchzehen fein hacken und in einem Esslöffel Olivenöl andämpfen. Dann die gelben, getrockneten Erbsen. Man muss sie vorher nicht einweichen, kurz mitdämpfen. Mit Wasser ablöschen. Und dann mit Pfeffermünze. Sie können auch ein Teebeutel nehmen, wenig Salz und ein bisschen Zimt würzen. Das Gericht lassen Sie jetzt etwa 40 Minuten ein bisschen köcheln und tönt dann kurz vor dem Servieren ein paar grob gehackte schwarze Oliven darunter mischen. Zu dem Erbsentopf gibt es geschnittenen oder gehobelten Wirtssalat. Und weil die Hülsenfrüchte so wenig Fett enthalten, ist eine Salatsauce mit Öl erlaubt, ohne dass man zu viele Kalorien befürchten muss. 20 Franken günstiger ist jetzt bei Coop der programmierbare Satrap-Kaffeeautomat. Und das Kilo Weissmehl gibt es für nur 1,45. Wunderschöne Tulpensträuße aus Holland kosten nur 4,90. Und das Kilo Bananen offeriert Ihnen Coop für nur 2,10. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 100 Gramm Hinterschinken, offen oder vakuumverpackt für nur 1,60. Das war es für heute. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.